Hi und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin der Basti und mit mir erfährst du alles, was mit dem Thema Krypto und natürlich mit Krypto-Trading zu tun hat. Wir traden bei Bitcoin bei 26.780 US-Dollar. Die Jagd nach der Liquidität ist eröffnet worden, Leute, weil wir genau mal wieder das gemacht haben, wo wir uns gestern darauf vorbereitet haben. Wir sind nämlich genau auf die wichtigen Zonen reingelaufen. Was jetzt wichtig wird, Mittwoch auch wieder Zinsentscheid der Fed. Deshalb gerne dieses Video liken, kommentieren, auch gerne abonnieren, wenn du neu sein solltest und wir starten direkt rein. Nach dem Intro. Let's go! So, also dann starten wir rein auf dem 4-Stunden-Chart und wie du ganz gut sehen kannst, ist es im Moment so, dass wir hier wirklich von Liquidität zu Liquidität laufen. Das heißt, ja, die Market Maker drücken uns genau immer an ein wichtiges Level, wo sie ganz genau wissen, dort werden neue Positionen aufgemacht, dort kommen neue Käufer oder Verkäufer rein in den Markt. Und ihr seht es jetzt hier auch nochmal ganz schön, wir haben uns das gestern ja angeschaut. Ne? Gestern war es nämlich so, dass wir hier auf unseren 200er EMA ja immer wieder reingelaufen sind und dann habe ich immer wieder gesagt, wenn wir es jetzt hier gestern, also ja, nicht schaffen, darüber auszubringen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir hier nochmal weiter nach unten fallen. Was ist dann gestern passiert? Die erste 4-Stunden-Kerze hat dann nachhaltig über diesen 200er EMA geschlossen und dann kam Richtung 10 Uhr und dann hier sogar Richtung 14 Uhr eine sehr, sehr schöne Bewegung dann hier nochmal rein bei Bitcoin, genau hoch auf unseren 800er EMA und zwar auf den Cent genau, Leute. Ja, und deshalb ist es einfach so wichtig, dass wir auch immer wieder uns diese EMAs anschauen, auf dem 4-Stunden-Chart und auch auf den kleineren Timeframes, weil diese EMAs sind wirklich sehr, sehr wichtig, muss man ganz klar dazu sagen. Ja, wenn diese EMAs, ja, die geben uns immer sehr, sehr detaillierte Informationen darüber, ob wir auf dem Widerstand laufen, ob wir einen Support reinkriegen und so weiter und so fort. Warum ist das so? Ganz einfach, weil genau in diesem Bereich bei den wichtigen EMAs dann auch immer die ganzen Bots danach reagieren, Algorithmen und so weiter und so fort. Ja, und dementsprechend hat man dann hier das Thema dann gesehen, was dann passiert ist. Wir sind hier gestern auf den 800er EMA hier hochgelaufen, aber ja, Vector Candle 1, Vector Candle 2 ist immer nicht gut, vor allem wenn man hier so eine sehr, sehr starke Bewegung in unserer Sideways Range, der wo wir immer noch drin sind, hier reinbekommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr, sehr hoch, dass diese dann hier abgeholt wird und genau das ist dann gestern hier passiert. Auf Abend Richtung 18, 19 Uhr rum ist dann hier das ganze Ding wieder abverkauft worden und wir kriegen hier Support rein. Bedeutet, unsere Range hat sich jetzt ein bisschen verändert. Gestern war das ganze Ding ja hier von unserem 200er EMA eigentlich so bis runter zu unserem 50er 100er EMA. Jetzt hat sich das verschoben und zwar haben wir jetzt eine neue Range, in der wir jetzt gerade traden, also von Support und zu Widerstand und diese ist von 800 US-Dollar bis runter zu unserem 200er EMA, also 800er EMA bis zu unserem 200er EMA und das sind im Moment knappe 750 US-Dollar. Da halten wir uns gerade im Moment auf. Das bedeutet für uns ganz, ganz wichtig, ja, wir müssen es jetzt langsam schaffen, dass wir hier oben rauskommen. Gestern haben wir uns das im Video angeschaut. Dann habe ich ja gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier oben nochmal reingehen, um die Liquidität zu fischen, was hier in dieser Vector Candle drin war, ja, ist sehr, sehr hoch. Das kann man sich nämlich jetzt hier auch nochmal anschauen, damit du ganz genau weißt, von was ich überhaupt spreche. Das war gestern die Ausgangssituation, die wir hatten. Ja. Und genau hier habe ich dann euch gestern erklärt, dass ich sehr, sehr stark davon ausgehe, wenn wir einen 4-Stunden Candle Close hier drüber bekommen, dass wir die Liquidität, die hier oben drin ist, von diesen Short-Positionen mit hoher, hoher Wahrscheinlichkeit dann hier nochmal anlaufen werden. Und genau das ist dann jetzt hier dann auch gestern passiert. Und jetzt heißt es natürlich abwarten. Warum abwarten? Ganz einfach, weil wir im Moment jetzt sehen werden, wo die Reise jetzt hingeht. Zum einen, das sieht man jetzt hier auch nochmal ganz gut, dass wir jetzt hier auf dieser Vector Candle jetzt hier wieder neue Liquidität drin haben. Das heißt, mit dieser Vector Candle ist eine neue Vector Candle entstanden. Hier sind auf einmal sehr viele Short-Positionen reingekommen in den Markt. Und jetzt wird die Sache natürlich wieder interessant, wo uns die Reise hinführt. Persönlich kann ich mir gut vorstellen, dass wir heute wieder versuchen werden, diese Liquidität wieder zu fischen, weil im Moment kommt einfach keine großartige Volatilität rein, keine großartige Liquidität und die Market Maker müssen dann immer den Preis in eine gewisse Zone drücken, um wieder frisches und neues Geld in den Markt hier dementsprechend reinzubekommen. Dann schauen wir uns das Ganze hier auch nochmal einfach mit unseren VRVP an, wie es da im Moment aussieht.
jetzt hier mit dieser Bewegung, die wir jetzt hier im Moment haben. Und dann siehst du auch nochmal ganz schön, wieso hier unten diese 26.000 Dollar so ein sehr, sehr wichtiges Support-Level ist. Und das sollte sich jeder einzeichnen. 26.000 bis 26.080, das waren nämlich hier einmal diese Hochs, muss man sagen. Und genau hier ist dann auch unser großer Volumen-Support. Also das ist hier unser Durchschnittsvolumen-Support. Hier ist der ganz, ganz große Block. Und ich kann mir deshalb sehr, sehr gut vorstellen, dass wenn wir nochmal hier runterkommen, dass wir spätestens bei 26.000 Dollar einen schönen Bounce dann hier reinbekommen werden. Über uns liegt nicht mehr viel. Ja, es ist jetzt hier dieser kleine Block und dann hier oben nochmal bei diesen 28.000 Dollar, den ich euch gestern eingezeichnet hatte. Das war dieser Widerstandsbereich hier mit dieser Kerze. Also das ist dann hier nochmal so ein kleiner auch Volumenwiderstand und dann geht es hier weiter hoch Richtung 29.000 Dollar. Also dann sehen wir uns erstmal hier wieder mit einem größeren Volumenwiderstand bei knapp 29,5. Also das kann bei Bitcoin dann relativ schnell gehen, wenn wir über diese 27,8 kommen, also wenn wir dieses Hoch hier rausnehmen würden, dann geht es bei Bitcoin meiner Meinung nach wieder sehr, sehr schnell. Jetzt gehen wir aber rein Richtung 15-Minuten-Chart, schauen uns das Ganze auf dem 15-Minuten-Chart an für euch Daytrader. Let's go! So, also wir sind auf dem 15-Minuten-Chart. Bevor wir hier reingehen, wir schauen uns auch gleich nochmal die Liquidität an, möchte ich dich noch darauf aufmerksam machen, dass du noch abstimmen kannst für den Black Bull Award 2023. Würde mich da sehr drüber freuen. Wir sind ja als Crypto Insider nominiert. Einfach ganz nach unten scrollen, Bastian Keller auswählen, Vorname eingeben, deine E-Mail-Adresse eingeben und dann die E-Mail bestätigen. Da kommt nämlich ein Bestätigungslink, da musst du draufklicken an deine E-Mail-Adresse, dann wird deine Stimme gezählt. Auf jeden Fall dafür schon mal vielen, vielen lieben Dank für deinen geilen Support. Lass uns das Ding in unsere Bitbull Trading Community holen. Gut, also 15-Minuten-Chart. Schauen wir uns das Ganze mal an. 15-Minuten-Chart, wie es da im Moment aussieht. Gehen wir erstmal rein charttechnisch drauf ein. Also wir hatten dann hier gestern einen sehr, sehr starken Anstieg. Wir hatten dann guten Support nochmal gekriegt bei unserem Psi-High-Level. Das sieht man nämlich hier auch nochmal ganz schön. Das heißt, wir sind mit einer Vector-Candle hier oben ausgebrochen, gehen hier runter, kriegen auf unserem Psi-High-Level sehr, sehr starken Support rein und gehen dann hier wirklich sehr, sehr stark nach oben hin hier durch. Das war dann hier von unserem Psi-High bis nach oben nochmal eine Bewegung von 837 US-Dollar. Und jetzt halt dann aufgepasst, ja, was ist dann passiert? Wir hatten dann hier einen Double-Top reingekriegt, eigentlich ein Bilderbuch-Double-Top. Warum? Weil dieses zweite Hoch dann niedriger war als das erste Hoch. Eigentlich perfekt gelaufen hier. Ja, und dann, wo wir hier unseren Support nach unten hin durchbrochen haben, das war nämlich genau das hier, ja, ist es dann sehr schnell gegangen mit einer Vector Candle komplett nach unten und dann auf dem 4-Stunden-Chart genau auf die Zone rein, wo wir dann hier unsere Vector Candle geformt hatten. Also auch hier sieht man das, dass es wirklich sehr, sehr gut gepasst hat. Jetzt ist es so, dass wir dann hier bei unserem 200er EMA einen relativ guten Support jetzt hier reingekriegt haben. Bei unserem Daily Open, wo wir im Moment geöffnet haben bei 26.763 US-Dollar, scheint so, als würde das jetzt erstmal für den heutigen Tag als Support fungieren. Warum ist das so? Ganz einfach, ja, wir sind hier einmal drunter gebrochen. Also der Start des Tages hat hier angefangen erstmal mit dem kleineren Abverkauf, haben kein tieferes Tief gemacht. Auch hier kann man sich wunderschön eine Supportlinie einzeichnen. Ja, schaut sich an, da haben wir 1, 2, 3, 4... 5 Kerzen hier wunderbar funktioniert, da drüber zu halten und zu schließen. Und jetzt sind wir hier dann drüber gegangen und sieht man hier auch nochmal ganz schön perfekt hoch auf unseren Pivot Point. Wir sind durch unser Daily Open hier gebrochen, gehen hier runter auf den 200er EMA, gehen hier unten rein aufs Daily Open, halten uns dann dementsprechend jetzt hier auch erstmal ein bisschen auf und da muss jetzt Support reinkommen. Wenn auf diesen Daily Open heute kein Support reinkommen sollte, haben wir nur einen kleineren Supportbereich. Das ist dieser, was ich dir gerade eben eingezeichnet habe, bei knappen 26.684 US-Dollar. Sollte das Ding nicht halten, geht es nochmal auf unser Psi-High und auf unser M2-Level. Also bedeutet Psi-High, M2 und dann haben wir hier noch die Vector. Ich kann mir dann sogar sehr gut vorstellen, dass wir im Worst Case sogar heute dann nochmal diese Vector-Candle hier abholen. Aber da werde ich euch dann natürlich nochmal auf den Laufenden halten. Je nachdem, was da dann heute passiert, wirst du es auf jeden Fall dann erfahren. Ja. Also das ist mal so ein bisschen das bärische Szenario. Bullish, ganz klar, wir gehen durch den Pivot-Point durch und dann gibt es hier oben wieder viel zu holen. Also viel Liquidität wieder über uns. Bedeutet von 29.000, ja schön wäre, wenn wir da mal wieder wären, von 26.950 Dollar bis hoch zu 27.200 Dollar, genau diese Zone hier, da gilt es reinzukommen. Wenn wir da reinkommen, wird es relativ schnell wieder in diese Zone hier oben reingehen, weil wir dann davon ausgehen können, dass genau dieser ganze Block, den du hier siehst, wieder komplett einmal abgeholt wird.
Ja, und das ist das Wichtige, worauf es einfach ankommt. Und deshalb müssen wir heute über den Pivot Point kommen. Wir müssen heute über diese zwei wichtigen Zonen kommen. Das sind hier nochmal zwei kleinere Widerstände, die du dir hier einzeichnen kannst. Das sind eigentlich diese 26.871 und 26.900 für euch Daytrader. Da wird es natürlich dann interessant werden. Dann schauen wir uns auch hier heute mal den VRVP an, ja, wie uns das jetzt hier im Moment weiterhelfen kann. Und hier siehst du es auch nochmal ganz schön, ja, weshalb wir hier unten dann nochmal kleineren Support reinkriegen können. Hier liegt einfach im Moment das meiste Volumen, hier wurde das meiste getradet. Das heißt, hier bei diesen 26,690 kann ich mir gut vorstellen, dass wir hier erstmal wieder einen kleineren Bounce reinkriegen. Sollte das Ding hier fallen, geht es runter auf M2. Wir haben hier wie so eine kleine Minus Distribution. Es kommt erst wieder Volumen hier unten rein in diesem Bereich. Und wenn der Pivot Point fällt, siehst du auch hier große Minus Distribution. Da geht es erst hier oben dann wieder mit unserem Volumenwiderstand weiter und dieser baut sich dann erst auf bei knappen $27.200. Also da passt das Ganze dann auch wirklich ganz gut zusammen. Schauen wir noch kurz zu Ethereum rein. Also bei Ethereum bewegt sich im Moment leider mal wieder, ja, wie immer, eigentlich fast gar nichts. Deshalb gehen wir mal ein bisschen in die kleineren Timeframes rein, schauen uns das Ganze mal auf dem 1-Stunden-Chart an, wie es da im Moment aussieht. Und Ethereum hat eigentlich fast so ein selbes Szenario hingelegt wie bei Bitcoin gestern. Auch bei Ethereum sind wir hier hoch auf den 800er EMA. Auch hier war erstmal Feierabend, sind wieder runter, genau auf den 200er EMA und hier spielen wir im Moment dasselbe Spielchen. Ja, wir spielen eine Range. Was allerdings sehr interessant ist, ist, dass sich Ethereum hier langsam hier wieder nach unten orientiert. Ja, man sieht es hier ganz gut, wenn man hier ein bisschen rauszoomt, dass wir diese Hochs jetzt nicht mehr so krass werden, sondern man sieht es hier, dass wir langsam aber stetig wieder nach unten fallen. Das Problem ist einfach, dass wir hier jetzt in einem sehr, sehr starken Volumencluster sind. Hier unten haben wir noch eine Vector Candle zum Abholen. Hier liegt auch noch M2-Level. Wenn dieses Tief fällt bei S1 und das ist bei $1.600, dann werden wir mit hoher Wahrscheinlichkeit bei Ethereum hier unten nochmal diese Vector Candle abholen, die bis runter zu $1.557 geht. Also auch das musst du im Hinterkopf behalten. Vor allem, wenn dann Bitcoin auch wieder Probleme hat, weißt du ja selber, dann werden die Altcoins nicht allzu gut performen. Dann gehen wir noch kurz rein, schauen uns noch die Liquidität an. Ja, hier oben wurde die Liquidität dann ein bisschen angehittet, aber auch nicht so krass viel. Ja, 154 Bitcoin, dann wurde hier oben viel reingesetzt, 482 Bitcoin bei 27.500. Diese wurden über Nacht dann wieder rausgenommen. Also klassisches Boosting, was hier stattfindet. Unter uns eine kleinere Position hier mit 148 Bitcoin bei 26.500. Und dann war es das schon. Ja, dann geht es erst wieder unten weiter bei $25.000. Wenn hier irgendwelche großen Moves passieren, dann werde ich euch da auch natürlich drüber updaten. Keine Frage. Am Mittwoch ist Zinsentscheid. Also ja, da geht es auf jeden Fall wieder richtig, richtig rund. Das heißt, morgen ist es schon wieder soweit. Wir machen morgen einen richtig fetten Livestream. Ich hoffe, ihr seid alle dabei. Und ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, gib einen Daumen nach oben. Gerne abonnieren, liken und reinschreiben in die Kommentare, um in den Lostopf für den Sonntag zu kommen. Jeder Kommentar zählt unter jedem Video und natürlich dann auch immer liken, um ein Community-Paket am Sonntag zu ergattern von Bitbull Trading. In diesem Sinne, haut rein, bis dann, euer Basti, ich wünsche dir einen schönen Dienstag. Ciao, ciao.